Balleisen, Adam Capanelli, Jonas Kerschbaumer, dritte Linie. Thomas Kölnberg, Lukas von der Unsermeier, Lenny Hasler und noch ein, zwei, Schusszeichen. Da ein Angriff von Adam Capanelli mit viel Speed über die rechte Seite, hinter das Tor. Ab der Pass zum Alessio Nicolai, gut, der Schussposition. Ja, 5 Minuten sein gespielt. Bisher noch nicht so viele Großchancen, deswegen haben ja alles andere mögliche sehen gekannt. Da sind wir fast viel in der Verteidigung. Auf der linken Seite ist Platz für den Pforte. Auf der blauen Linie, schöner Pass in die Mitte. Und der Schuss. Ja, ich darf acht geben. Das ein bisschen analysieren. Kann ich sicher im zweiten, dritten Drittel dann mehr sagen. Da jetzt einmal eine gute Chance für ihn ins Training eingestiegen vor anderthalb Wochen. Aber eben genau für solche Ausfahrt, das ist schon gut. Und das. Ja, jetzt sind wir zurück im Spiel, der eine Schuss. Das kann noch viel ausmachen. Und eben da wieder das, was Sie gerade angesprochen haben, absolut nicht nötig, da ohne einen Pass das zu versuchen. Und die große Chance da für Green, Simon Pitschiller, starker Spieler da. Hat auch schon starke Spielzüge da jetzt in dem Spiel gezeigt. Und da auch starker Spieler da. Hat auch schon starke Spielzüge da jetzt in dem Spiel gezeigt. Und da auch wieder gefährlich vom Tor. Und der Pass natürlich auch. Verstellt, zweite Linie der Bankers auf dem Eis. Pass in die Mitte, Rank. Ja, starker Schuss auf den Kapitalsturm, ihr kennt da draus aus der Eisensituation. Jetzt aber ein starker Gegenangriff vielleicht. 2 gegen 2 Situation, starker Pass. Ja, und ein Top-Safe. Aber eben noch Kreuzbandriss von Jakob Avanzer. Musste natürlich ein Importdomen verpflichtet werden. Erster Schuss geht da. Ja, da ist mal gefährlich, der Turm vor dem Tor. Und mal gut, gefährlich geworden ist da. Und da ist auch viel Platz auf der linken Seite, aber auch vor dem Tor. Und ein Abroller. Kommt Zaketta gegen die Nummer 5 der 50 von den Broncos. Zaketta Alm wird für den Fight. Aber wenn mal bleibt er doch. So war es Alm. Das ist was man im Hockey sehen will. Geil ist der Hunger wieder über den Capanelli. Schöner Pass auf den Ball ausgelernt. Jetzt ein starker Hunger von den Grünen. Schöner Pass auf die linke Seite. Schuss geht auch am Tor vorbei. Aber allgemein die erste Linie nicht so unbedingt. Zweite Linie. Oh, ein bisschen mehr im Fokus, ist schon viel gekommen. Da ist ein guter Pass auf Nitz. Stark. Da ist auch eine gute Schussposition. Und ein Wunder. Ja, links wieder an die Broncos. Wieder auszuwerfen. Besser wäre ein bisschen hin und her, nicht so wirklich viele Chancen. Jetzt kann sich da was ergeben über den Livingston. An die Mitte zieht. Starker Schuss. Schön liegen wir da, starker Todweg, schöner Schuss. Und können dann wieder mit dem Pulli, mit dem Puck versetzt. Jetzt fährt es noch über den Luke auf die rechte Seite. Schöner Pass in der Mitte. Noch gleich. Und können im Puck versetzt. Ja, die können noch einen Umgriff starten. Gut liegen wir da. Starker Schuss. Und der Nachschuss, Leute. Muss ein 2 Tore Vorsprung aufholen im dritten Drittel. Schnee ist so einfach. Der Schuss. Schnee ist so einfach. Der Schuss. Gut. Pariert wieder von Pauli Hofer. Hier der Pass. In der Mitte wieder stark. Starker Safe. Gut gemacht, da schien. Gefährliche Situation vor dem Tor. Der Puck verspringt 100 Mal. Jetzt die Konterchance. Und da kommen wir. Wieder einer von den besten Spielern auf dem Eis. Letzten Spiel ja alles schon.
Hacke mit dem Schuss. Dumm, Schuss war wieder gut gesaved. Dann haben wir eine Chance für einen Konter. Stark gemacht da. Der Pass kommt nicht mal und dann geht's auch wieder in die andere Richtung. Eine große Chance für Löwen. Stark vorbei. Das weniger, weil geblockt und vielleicht kann Grön dann da jetzt. Ah, gut gemacht, der Spielplatz in der Hacke noch mit der. Dumm in den Katar schießen. Puck verwalten, dann hat man 2 Minuten von der Uhr genommen. Starker Save von Pauli. Und da vom Livingston Capanelli. Und dann verfehlt aus der Kette und Puck. Und wir haben ein komplettes Breakaway. 2 gegen 1.